Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich davon, ist ein Dödi. Willkommen zu meinem Let's Play Pixar. Da ist wirklich ein Dödi, Leute. Bin jetzt übelst groß. Hat der rote Augen oder weiße Augen? Der hat weiße Augen und voll niedliche Augen. Der ist bestimmt lieb. Hallo. Level 30. Oh, man kann die füttern. Oh, die sind ja super niedlich. Verdammt, sind die niedlich. Und ich muss mal ganz kurz so hier machen. Oh, ich hab mir hier keinen Schreck ein. Oh! Ich kann mich hier gerade gar nicht satt ziehen. Wenn wir den töten würden, könnten wir... Oh Mann. Hier sind ganz viele Dödis. Ich weiß nicht, wie stark ist der denn? Geht so, nicht sonderlich stark. Wir können nämlich von Dödi, können wir mal eben gucken, in Kramme. Dödi. Können wir nämlich dann diesen Dödi Kurosamer machen. Der wird aus dem Schwanz gewonnen, oder mit dem Schwanz von dem Dödi wird das gemacht. Ja. Kann ich wohl nicht ändern, ne? Ich würde jetzt einfach mal angreifen. Greife ich mit dem Pip da an? Ich meine, da ist nur Level 2. Wir könnten ihn noch einbuddeln. Parasaurus. Aber die bekomme ich alle nicht nach Hause. Da brauchen wir erst irgendwie einen größeren Dino oder so. Ich greife mal den Level 4 Dödi an. Aber wahrscheinlich buddelt er sich dann ein. Ich probiere es trotzdem. Bin ich geschickt ausgewichen, würde ich mal meinen. Das Problem ist, dass seht ihr, der Baron macht, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden. Melee Damage. Na doch, 155 ist gar nicht so kacke. Ja, wenn er weiter in die Richtung läuft, ist das Problem nur, dass ich. Parasaurus ist auch lustig. Das ist nur das Problem, dass dann der andere auch noch kommt. Wir können doch mal mit Pfeil und Bogen drauf schießen, eigentlich. Habe ich noch Pfeile normale? Ja, leider nicht viele. Ich kann halt nur einschätzen, wie viel der Gute aushält. Meint ihr, der rollt sich ein? Ich weiß nicht, ob es besser wäre, den einfach zu betäuben und dann drauf zu hauen. Ey, das gegen die Schildkröte hatte das zum Beispiel super gut funktioniert. Ich denke, so viele Pfeile werde ich nicht brauchen, um so ein Level 4 Dödi zu betäuben. Wir können es probieren, das wäre vielleicht sogar effektiver. Erst drauf zu hauen. Also Schaden macht er auf jeden Fall keinen. Ich will unbedingt so einen Hammer machen, Leute. Ich will mir so einen Hammer machen. Ich glaube, ich betäub den. Ich betäub den mal. Mal gucken, wie viele Pfeile wir brauchen. So. Ich lampe mal hier ganz kurz. Mache mich auf passiv. Der ist ja nur Level 4. Ja gut, ich meine, Skorpion haben wir auch übelst viel gebraucht. Ja, geh ruhig auf den Pipte. Ja, ich will aber... Ich denke, es ist besser, wenn ich nicht den Panzer treffe. Okay, er rennt weg. Das ist ein gutes Zeichen. Okay, er ist betäubt. So, das ist deutlich effektiver, aber jetzt können wir einfach draufhauen. Also mit dem Speer drauf. Wie viel Leben hatten der? Kann ich das nachgucken? Leider nicht. Okay. Na los, ich sterb. Guck mal, der ist auch nicht sonderlich lange betäubt, ne? Und mir habe ich das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden an dem. Weiß, der Turbo geht nicht weiter nach oben, wenn ich es drauf hieß. Okay, im Moment. Und Ryan, der zweite ist runtergefallen. Den darf ich nicht hier vergessen. Das kann doch nicht so schwer sein, einen Dödi down zu bekommen, ey. Der ist ja schon betäubt. Jetzt! Ja, das ist eine Truhe, Leute.
Yo! Dödi! Tail! Ihr könnt ja so einen Hammer dann machen. Wie fett! Das freut mich. Hat sich gelohnt, die Mühe. Das ist immer schön, wenn man sich was Mühe gibt und dann wird man belohnt dafür. Das ist immer ein schönes Gefühl. Weiß nicht, ob ich mal in so eine Ruine reingucken will. Haben die überhaupt einen Eingang? Kann ich das denn abbauen? Sieht nicht so aus. Ich brauche besseres Werkzeug. So, und wir sind Level 24 mittlerweile. Tidim. Ich bin echt am überlegen, Crafting Speed, ob ich mal einen Punkt dann rein investiere. Was ist das denn hier? Kompis! Wie gut. Ah, diese instant auf mich losgehen wollen, ey. Einfach nur, um zu gucken. Ob das Prozente bringt, also dass die Sachen, die ich dann herstelle, besser werden. So, cool, Leute, wir können jetzt so einen Dirty Hammer machen, das ist eigentlich ziemlich nice. Was gibt's denn da noch für Sachen? Wonach soll man denn noch Ausschau halten, was das angeht? Kramme? Das ist ja alles an einer Stelle hier. So, hier haben wir Agentavis, Raptor. Ja, Raptor töten wir, glaube ich, relativ schwer, die machen übel Schaden. Das hier können wir schon herstellen dann. Oh Mann, ey, ich will unbedingt dem Level höher kommen. So, aber ich würde vorschlagen, wir erkunden erstmal weiter die Karte. Guck mal hier. Welche. Das sind diese komischen Magen, die wir da auch immer kriegen und so. Level 2. Vielleicht sind die ja dafür da, dass man die Dinosänger behalten darf. Das hatte ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Ah, nice, Leute, wir können jetzt besseres Abbauwerkzeug machen. Richtig gut. Aber hoch. Das mache ich wohl nicht. Moment, das steht bestimmt dabei. Workbench. Ich brauche 5 Wood. Ne, 2 Wood und 5 Clay, wenn ich das richtig sehe. Okay. Alles klar. Oh, guck mal, es regnet. Das erste Mal, dass es regnet. Fällt mir erst jetzt auf. Mal eben, ob kriege ich hier mehr raus aus den Pflanzen als aus dem Novizenland. Alter Schwede, ich habe mir nie so einen Schreck ein. Ach so, der ist ja voll nubig gewesen. Aber bringt übelst viel Pelz, Leute. Stand er plötzlich vor mir. Nee, das bringt nicht mehr. Alles klar. Okidoki. Ah, Leute, wir haben... Guck mal! Rechts oben! Wir haben die Quest gelöst! Das zählt also als Relikt, als Treasure Box. Die Viecher killen, die so seltene Zutaten bringen. Ich verstehe. Ey, dann lass mal die Quest abgeben. Kann ich die jetzt... Muss ich die an der gleichen Stelle wieder abgeben? Wahrscheinlich, ne? Okay, das machen wir mal eben, Leute. Ah, ist ja super cool. Finde ich richtig gut, ey. Das ist eine sehr smarte Alternative zu den Beacons. Das so zu machen. Dass man so verschiedene solche magischen Roboter hat. Oder keine Ahnung. Aber halt solche Questgeber. Wo man tägliche Aufgaben lösen muss. Und immer was anderes und so. Und... Das ist erstmal jetzt cool, auch ein bisschen noch, um das Spiel noch ein bisschen besser kennenzulernen, weil es sind ja schon ein paar Sachen auch ein bisschen anders als bei Ark. Das ist mega fett hier. Ich bin unterm Wasser. Und ich bin nicht nass. Ist das Clay? Yo! Alter, das läuft ja gerade hier. Wir brauchen Clay. Wir brauchen das, um die ganzen coolen Sachen herzustellen und um das Werkzeug zu machen. Ja, okay, ich schätze mal, Clay, das ist einfach Leben, ne? Jeder Minecrafter sagt jetzt, ey, das muss man da wissen, Clay, das ist Leben, ne? Und wahrscheinlich gibt's das immer, wenn ich mich ein bisschen tiefer buddel? Oder gibt's das... Ne, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich's hier. Ja, ich bin halt manchmal auch doof. Manchmal weiß ich manche Sachen nicht, die man vielleicht wissen sollte. Das sieht voll fett aus hier mit dem Regen hier, guck mal. Schön!
Wobei, nee, wird es nicht immer geben. Ich habe mich jetzt ja, ich habe ja schon öfters mich jetzt auch nach unten gegraben. Also nicht nach unten, aber zum Beispiel eine Falle gebaut für den Skorpion. Und da waren, sind wir dann direkt dann auf Stein gestoßen. Also Lehm gibt es nicht immer überall gleich unten. Sind wir jetzt auf jeden Fall alles mit hier. Das können wir aber wissen. Müssen wir aufpassen, dass ich jetzt hier nicht das Wasser reinflute oder so. Hat übrigens von euch auch ein paar in die Kommentare geschrieben. Das ist ja Minecraft. Dementsprechend, also mit dem Wasser und so scheint das so zu funktionieren. Dementsprechend kann man ja dann einfach den Wasserfall, den ich zum Beispiel gebaut habe, kann ich dann hochschwimmen und wieder runterschwimmen. Das muss man dann mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Jetzt ist es an sich nicht mehr unbedingt notwendig, weil ich ja einen tollen Zidia der Baron habe. Aber ja gut, ich meine, vielleicht, wenn wir mal mit einem stärkeren Dino nach unten wollen, vielleicht können wir mit dem ja auch da einfach rumschwimmen. Jetzt muss ich langsam ein bisschen aufpassen hier. Ah, super gut, Leute. Ich mag die Mischung. Ich mag die Mischung Minecraft und Ark und Dark and Light. Wobei wir von Dark and Light noch nicht viel gesehen haben. Ich kann halt auch nicht alles auf einmal zeigen. Den magischen Wald, das würde ich gerne... Hier ist ein Dodo. Er lebt ja ganz alleine. Ich mach gerade ein bisschen deine Hütte größer, mein lieber Dodo. Aber das wäre wahrscheinlich mein nächstes Ziel. Wir geben dann die Quest ab. Nehmen wahrscheinlich gleich eine neue Exploring Quest an oder so. Und dann würde ich gerne... Ja, Richtung Süden wahrscheinlich fliegen. Wir haben ja bisher echt noch nicht viel gesehen. Ich will unbedingt noch ein paar Biome jetzt mal entdecken. Und jedes Biom wird ja andere Ressourcen auch bestimmt beinhalten. Wie zum Beispiel Quarz in der Wüste und so. Denke ich zumindest mal, dass das so gemacht ist. Und ich will mir die auch einfach mal angucken. Und es sind ja vor allem immer jeweils andere Viecher da, ne? Und aktuell haben wir Grasland, Dschungel und Wüste. Das sind drei verschiedene. Hier sind aber viel mehr. Ja gut, und Deep Ocean haben wir. Also zumindest von oben. Drin waren wir noch nicht wirklich. Außer mal ganz kurz. Ah, dann bin ich wieder hoch. Weil ich keine Luft mehr hatte. Ja, wo wir diese ein, zwei Algen da aufgehoben hatten. Da habe ich mich schon ganz schön was getraut auf jeden Fall. Ne? So, gut Leute. Ich setze einen Pitch. Das dauert noch mindestens 3-4 Minuten. Nein! 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 Das breitet sich immer weiter aus. Das muss ich doch wieder zubauen können, theoretisch, oder? Soll ich es probieren? Da unten im Wasser sind bestimmt voll die gefährlichen Viecher. Ich hab da bestimmt Sand dabei. Nicht viel. Ach herrje. Ah. Ich hab Angst. Jetzt komme ich gar nicht mehr. Das müsste mit einem Sprung erreichbar. Nein! Alles gut. Es ist an sich überhaupt keine gefährliche Situation. Ich kriege es trotzdem hin, dass es kritisch wird. Okay, alles gut. Ich kann das einfach easy wieder zubauen. Das ist an sich kein... Oh, guck mal da. Ah, nee, das ist eine Schildkröte. Ah, das sind rote Augen. Rote Augen sind böse. Da bin ich ja auch öfters mal böse, wenn ich zu lange Computer spiele. Och, Mann. Okay, Leute, gib einen Pitch, ich mach einfach weiter. Ich habe ja noch einiges an Leben und so, was ich erstmal so abbauen kann. Also, bis gleich. Thank you.
Mann, guck mal. Ich habe hier ein Fenster in die Wasserwelt. Ey, das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Theoretisch könnte man ja voll die Unterwasserbase bauen. Dann mit so Glasblöcken oder so, das könnte bestimmt übelst fett aussehen. Ich werde allgemein dann, denke ich, sehr viel mit den Glasblöcken dann noch arbeiten. Muss mal gucken. So, ja, also ich habe jetzt einiges an Clay gesammelt, können wir gleich mal gucken. 130, 230 habe ich jetzt. Das ist erstmal okay. Komm, wir machen die 250 noch schnell voll. Also nochmal 17 Stück. Dann fühle ich mich auf jeden Fall erstmal gut. Danach geben wir die Exploring Quest erstmal ab. Mal gucken, was wir da schönes bekommen. Aber sollten wir natürlich dann noch so schnell wie möglich eigentlich versuchen, uns besseres Bau. Das ist Kohle bestimmt, ne? Ja. Kann ich das schnappern? Easy. Okay, ja, das würde ich auch mal gerne mitnehmen. Also, das ist ja der Punkt, ne? Desto besser das Werkzeug, desto schneller geht das ja alles mit dem Abbauen und so. Aktuell haben wir ja nur Stein. Das sollten wir wirklich so schnell wie möglich versuchen, uns weiter aufzubessern. Theoretisch könnte ich auch mit dem Pip da einfach mal eine halbe Stunde einfach Viecher killen. Dann würde ich irgendwie schön schnell im Level hochkommen. Ah, die Kohle will ich jetzt natürlich auch noch mitnehmen, ne? Ja, so Mist. So. Aber Kohle hatten wir auch schon gesehen. Also da unterirdisch war einiges an Kohle gewesen. Ah, Mann, der Himmel ist voll schön. Am meisten feiere ich ja. Entschuldigung. Den Dodo wollte ich sagen. Oh, guck mal, wie er sich da in der Ecke versteckt. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. So. Okay, Leute. Das passt erstmal. Kohle habe ich auch mitgenommen. Alles klar. So, dann versuchen wir mal irgendwie zum Baron so hochzukommen. Nehmen wir das noch ein bisschen Leben mit. Aber das können wir auch gebrauchen als Baumaterial. Ja. Aber das wird jetzt nicht das seltenste Vorkommen sein, das ist mir schon klar. Aber ich dachte, ey, wenn wir jetzt einmal hier sind und ich es direkt sehe, nehme ich es mit. Da fehlt mir so wirklich so ein bisschen das Minecraft-Wissen. Es ist einfach zu lange her, dass ich Minecraft gespielt habe, um mal genau zu wissen, da muss ich gucken und so. Ich meine, Minecraft Pro, der findet immer alles sofort natürlich. Ist das hier eine kleine Insel? Ja, wie cool. Eine kleine Insel für sich. Mit ganz viel Flint. Überall diese unterirdischen Systeme, ey. Bei Minecraft gehen die ja übelst krank nach unten, ne? Gucken, wie das hier dann ist. Bin ich mir echt gespannt drauf. So, wie können wir das, gell? Machen wir das dann, ne? Okay, also ich habe jetzt 277 Clay und 18 Kohle. Das ist super. So, ich werde jetzt versuchen. Was ist denn das da vorne? Ach, das ist das, was ich eben abgebaut habe. Ey, wahrscheinlich diese ganzen Inseln hier sind wahrscheinlich voll mit Clay. Hier sieht man, dass ich schon war. Ja, hier ist bestimmt überall dann Clay. Oh, so ein Haus auf einer kleinen Insel wäre auch ganz geil, ne? Aber, dann ringsrum Wasserdinos oder so. So, ich will jetzt erstmal die Exploring Quest abgeben. Das heißt, wir machen das mal wieder hoch. Ich weiß nicht, ob ich dann das gleiche Ding zurück muss, wie wo ich war. Ich bin übrigens voll in die falsche Richtung gerade. Oder ob das einfach nur die gleiche Kategorie sein muss. Das könnte halt auch sein, das können wir ja mal ausprobieren. Aber wenn es so wäre, dass es auch die gleiche Kategorie einfach nur sein muss, um die Quest abzugeben, dann könnte ich halt auch einfach weiter Richtung Süden fliegen, wo ich noch nicht gescoutet habe. Bis ich so ein Ding entdecke. Da ich es aber jetzt gerade nicht weiß, gehe ich lieber erstmal auf Nummer sicher. Außerdem waren wir hier auch noch nicht. Ist immer ein bisschen doof, wenn man sich bewegt, dass das so verschwommen ist. Aber ich glaube, das liegt am Merchant Plur, weil ich das anhab. Ich habe nicht mehr so viel Stamina. Und sie dir musste kacken. So, dann landen wir erstmal hier, wieder Stamina regenerieren. Und ich muss was essen. So. So, das ist dann halt jetzt die große Frage, ob wir... Was ist das hier? Das ist Sandstone. Okay. Ja gut, das wird jetzt nicht so... Wow, was ist das? Terrorbird. Ah, ich hasse sie.
Das wird jetzt nicht so die Mangelware sein. Sandstone. So, wir gucken nochmal. Okay, in die Richtung hier. Mal schauen, ob ich sie abgeben kann, die Quest. Es würde Sinn machen, dann eigentlich erstmal nach Hause zu fliegen und sich besseres Werkzeug herzustellen. Finde ich. Es ist ja auf dem Weg. Wir wollen ja sowieso dann nach Süden erstmal. Und im Anschluss werde ich dann wahrscheinlich den Süden erstmal ein bisschen angucken. Wir können uns aber davor so einen Dödi-Hammer machen und so. Da hätte ich ja Bock drauf. Was haltet ihr davon? Da hätte ich eigentlich Lust drauf. So, mal gucken, ob ich die Quest hier abgeben kann. Vor allem, das war Schwierigkeitsgrad Stufe 3. Nee, nicht akzeptieren. Ich hab die doch schon. Okay, alles klar, Leute. Man muss das bei dem gleichen abgeben, wo man es angenommen hat. So, und da wir nur zwei Exploring-Teile haben aktuell auf der Karte, müssen wir hier nach oben. Bloß gut, dass ich nicht nach Süden geflogen bin. Aber da haben wir es jetzt auch mal rausgefunden. Aber ich werde da schon viel versuchen, diese Dailies zu machen, ey. Jetzt natürlich auch in der Hoffnung, dass wir da mal wieder mal was Cooles bekommen. Ja, das war jetzt Fähigkeitsgrad Stufe 3. Das können wir noch nicht abbauen da unten. Aber ich will unbedingt so ein Paraseer, die finde ich halt auch voll fetzig. Die sehen voll cool aus hier. So, müsste jetzt eigentlich zu sehen sein schon. Da. Hier ist nichts Böses, oder? Ja, da vorne ist ein Sarko, wir machen einfach schnell. Ah! Komm nicht hoch. Boah, 60 Leben schon verloren. Voll Kacke. Müssen die weglocken. Ich hoffe, der kann mich nicht greifen oder so. Was hat mich jetzt gerade angegriffen? Eigentlich wirkte das so, als wäre da hier ein Dailo oder so, der spuckt. Oder ist das diese Pflanze da unten? Das könnte auch sein. Wir müssen mal schnell probieren. Ich muss ja nur schnell landen. Da kommt er schon wieder. Gib mal. Wow. 50 Schaden macht er mit einem Schlag. Fast so viel wie einen Dunbeagle. Dunbeagle. Ja, komm da mal jetzt her hier. Ich will den eigentlich nur weglocken gerade. Da ist auch noch ein Raptor. Na klar. Was kommt denn? Da, da, guck mal, habt ihr es gesehen? Da ist irgendwas runtergefallen. Ist das auch eine Truhe? Oh, hier ist voll gefährlich, ey. Also, deswegen, ne, nur mit Pipte fliegen ist nicht das Ende. Ist nicht so super. Weil man braucht schon was, womit man sich ja durchmetzeln kann. Oder man hat einfach gute Waffen, aber. Ich glaube, mit Dino ist geiler. Ich probiere es jetzt nochmal. Mach einfach mal schnell. Ich springe immer nach rechts ab, nach links. Wo es abspringen geht, leider nicht. Wo ist die Truhe? Da. Wie konnte ich Dino übersehen? Yo! Was ist das, Copper? Auf jeden Fall cooles Zeug! Eine Copper-Pickaxe mit 104%. Jo, der Beschwer... Boah! Nice, Leute. Nice, Leute. Mit Kohle. Ja, wir haben Kohle. Ich habe welche gefarmt. Was war noch da dabei gewesen? Also, das ist allein schon ziemlich cool. Eine Copper Pickaxe mit 104%. Ich meine, besser als nichts. Aber den will ich unbedingt jetzt gleich ausprobieren. Ah, nicht hier im Dschungel. So, hier irgendwo ist die Truhe gelandet, aber das Loot ist mir jetzt gerade zu wertvoll. Ich habe Angst, dass ich das dann jetzt irgendwie verliere oder so. Irgendwo ist Loot gelandet. Da. Da kommt schon der Raptor. Ich könnte ihn einfach tot bohren.
Okay, die fliegen gehen leicht mit dem Pöpte. Und da wartet auch schon der Sago. Da ist die Truhe. Na ihr? Wollt ihr hoch zu mir? Ich muss sie ja wirklich nur weglocken. Es kann halt sein, dass die Pflanze da auf mich schießt. Ich lock die mal weg. Ich will die Truhe looten. Ich weiß nicht, wie die getroppt ist. Es kann doch sein, dass da noch ein Dino gestorben ist oder so. Oder es ist eigentlich sah es so aus, als wäre die vom Himmel gefallen. So, wo war jetzt die Truhe? Da unten. Ich krieg die da nicht weg, Leute. Der Sago ist auch noch hier. Ich glaube, ich scheiße auf die Truhe. Hier sind drei oder vier Raptoren und ein Sago. Das ist zu heftig. Und wenn ich jetzt sterbe, würde ich mich übelst ärgern, weil ich... Oh, sieht das gerade fett aus. Habt ihr gesehen, wie cool das aussieht mit diesem roten Himmel? Der Hammer. Ich habe gerade sehr wertvolles Zeug bekommen. Also allein diese Copper Pickaxe. Das sind zwar nur 104%, aber 4% sind 4%. So gut, Leute. Nee. Oh. Ich könnte mal kämpfen, aber... Ach, okay, ein Level 7 Raptor geht einfach. Okay, krass, wir können mit... Wow, also mit dem Baron können wir echt gut die Leute hier wegkühlen. Oh, ich bin langsam. Eieiei, jetzt wird's gefährlich. Okay, weg. Weg. So, Leute, nee. Dann mache ich erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich würde wahrscheinlich dann jetzt erstmal nach Hause fliegen. Dann probieren wir erstmal diesen Hammer, diesen Bohrer aus, den wir jetzt bekommen haben. Und dann würde ich gerne Richtung Süden noch ein bisschen erkunden. Wobei ich auch gerne die Exploring Quest lösen will. Das Ding ist aber, ich werde jetzt ja erstmal die Folgen produzieren. Das heißt, ich beende das Spiel und dann ist die Quest sowieso wieder weg. So von daher, ne, daran kann ich jetzt erstmal nichts drehen oder so, es ist einfach so. Ich hätte dann vielleicht mal mehr Bock, so eine Kill-Quest zu machen oder so. Oder irgendwie so einen hohen Kano zu tamen. Eigentlich nee. Wir probieren erstmal das Zeug aus, was ich jetzt neu habe. Und dann gucken wir mal, ob wir endlich mal hier Frozen Land und Magic Forest und so weiter finden. Ich will unbedingt die Biome mir erstmal angucken, was es da alles so gibt und so. Aber das war eine relativ coole Tour gewesen jetzt hier, diese Einsächen. Die zweite Hälfte war sogar erfolgreich. Also ich werde das in zwei Folgen machen. Ich habe jetzt eine Stunde 20 Minuten aufgenommen. Ich werde das irgendwie in zwei Folgen packen. Und jetzt gerade die zweite Hälfte haben wir das mit dem Dödi, ne? Das heißt, wir können jetzt diesen Dödi-Hammer machen, was geil ist. Dann haben wir diese Exploring-Quest damit im Zusammenhang gelöst und haben jetzt diesen Bohrer und so, ja, und diese Copper-Pickaxe bekommen, die sogar leichte Prozente hatte. Und wir haben noch ein bisschen mehr von dem Spiel verstanden, also ich zumindest. Ich meine, gut, wenn die Folge kommt, dann ist das Spiel jetzt schon draußen, da wissen die meisten bestimmt schon wieder alles. Aber bei mir ist es halt nicht so. Und ich will das auch dann so alles noch selber rausfinden. Zumindest, was man halt nicht weiß, weil man gespielt hat und so. Also dann, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Würde mich über einen Daumen freuen, über Feedback freuen und noch mehr, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Ich lande übrigens mal davon auf der Insel erstmal zum Auslaufen. Das sieht mir relativ gut aus, die Idee. Guck mal da vorne, ich glaube, das ist ganz viel Lehm. Lehm ist so selten. Jo. Alles klar. So, also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.